Ja, moin, moin. Herzlich willkommen zu, naja, Folge 5, 6 oder Nummer 25, je nachdem. Ich weiß auch nicht, wie wir das hier alles nennen, ne? Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und auch nochmal danke. Unterm letzten Video wieder mega insane eure Comments gewesen. Und danke natürlich auch für die Likes für die ganze Serie. Also die geht echt steil, muss ich ehrlich sagen. Macht mega viel Spaß. Und offenbar euch auch. Und das freut mich natürlich umso mehr. Deswegen herzlich willkommen zurück. Und ich darf euch begrüßen, wir sind auf einer ganz unbekannten Map, wir sind immer noch auf Abramia. Und da ich jetzt erstmal zwischendrin nicht weiß, was ich euch diese Woche fragen soll, also diese Woche, diesen Tag, ne? Ja, wir werden einfach mal gucken. Vielleicht ergibt sich irgendwas dann für die Kommentar-Section, werte Damen und Herren. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, starten direkt rein. Und wenn euch die Serie gefällt, unbedingt die Playlist angucken von Folge 1 an, alle 5 Best-ofs gibt's quasi eine Reaction. Und dann ziehen wir das einfach so weiter. Jetzt sind wir in Best-of 25. Dementsprechend, es läuft. Let's go. Wem kann ich Beschwerden einreichen? Ja, bei mir. Ich bin der Chefarzt. Dr. Karl Lüttich. Und das ist Mulder, oder? 100 Pro. Was machen die da? Ah, das ist unser häuslicher Zahnarzt. Und der behandelt gerade einen Oberschenkelhalsbruch. Warum? Warum arbeitet ein Zahnarzt an einem Oberschenkelhalsbruch? Personalmangel? Gute Frage. Was ist das denn für ein Krankenhaus? Warte, dann müssen wir noch. Eindeutig Mulder. Holy shit. Sind Sie sicher, dass es keine andere Methode gibt, ja? Nicht, dass Sie mir irgendwie, weiß ich nicht. Gott, da hab ich, Alter. Oh, die waren kurz, ey. Holy shit. Hatte ich da kurzzeitig wieder eine Glatze? Oder zumindest so ganz kurz geschoren? Ich glaube schon. Warum eigentlich? Warum war ich nicht beim Friseur? I don't get it. Whatever. Wird anderes entnehmen können. Gut. Oh. Herr Dr. Hötig, ich hatte die beiden Tests gerade mal. Die hab ich geholt. Ja. Ja. Mhm. Einmal hier. Bitte. Dann ja. Werde ich jetzt mal den Abstrich machen. Mhm. Hat gesagt, was wir machen? Okay. Ich habe ihm erst. Ich weiß, was es ist. Oh mein Gott. Da hatten wir eine Rektaluntersuchung bei Sam. Ja. Wir müssen erst mal machen. Hätte doch mal freimachen. Sagen Sie mir Bescheid, bevor Sie reingehen. Oh. Gar nicht gut. Boah, die Sirenen, Alter. Oh mein Gott, so schlimm. So schlimm. Christina, wir brauchen hier drüben einen. Den Patienten gerade stabilisiert. Das weiß ich auch noch. Da bin ich mit dem Hubschrauber irgendwo im Norden von Abramia rumgeflogen. Wir hatten da gerade einen Patienten eingeladen und dann bin ich abgehebt übrigens. Danke für nix. Abgehoben und musste aber funken und wenn ich gefunkt habe, habe ich die Tasten gefettfingert. Und deswegen sind wir direkt im Abheben abgestürzt. Jetzt habe ich übrigens eine Frage für euch, die ihr gerne in den Kommentaren beantworten könntet. Was in Bezug auf Abramia, was war euer liebstes Abramia? War es eher das deutsch-österreichische oder das amerikanisch-kanadische? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich für einen Favoriten habe. Also 2.0 war natürlich geiler, so vom Mapping. Dafür war die Performance noch schlimmer, ne? Und das war meines Erachtens immer deutsch. Ne, die 2.0 war, glaube ich, immer deutsch. Also Österreich und Deutschland. Ne? Ich würde sagen, das war mein Lieberes. Aber schreibt es gerne in die Kommentare. Bin mal sehr gespannt. So ein gutes RP, Mann! Ja, passiert halt, ne? Echt, das wird Abstand beste Medic-RP gerade seit langem, was ich mitbekommen habe, zumindest.
Und dann sauer, dann hau ich den scheiß Helikopter in den Boden, Alter. Hab mich verletzt bei einem, ja, mein Kollege hat. Der wurde angeschossen, genau, richtig, ja. Genau, der hat mich zweimal angefahren. Ja, angeschossen wurde er beim Hühnerstall damals in dem Einsatz, ne? Da werde ich auch noch. Er ist nur ein bisschen verwirrt, aber es wird, genau, es wird langsam. Die Anzeige haben wir schon aufgenommen. Also, sind wir angefahren, ist alles, Alter. Ja. Ja, richtig, die Todesstrafe ist abgesetzt an der Stelle. Aber er ist einfach ein bisschen behindert, ne? Deswegen lassen Sie es einfach gut sein und behandeln Sie ihn einfach, als ob er angeschossen worden wäre. Wäre das in Ordnung soweit für Sie? Falls Sie übrigens einen Drehwurm bekommen, dann melden Sie sich doch bitte bei Ihrem Kollegen. Das ist so überhaupt kein Problem. Außerdem ist er eigentlich ziemlich geistig gestörter Kerl und wird auch demnächst wieder auf Rang 1 runtergestuft werden. Also Sie müssen sich beim Leben so viel Mühe geben. Es fällt dann hinterher sowieso keiner Sau mehr auf. Alles klar? Krankenbett haben, aber ich kann die Rechnung auch bezahlen. Ja, wunderbar. Das ist dumm, ich habe schon gesagt, heute im Krankenhaus behandeln. Sieht schon mal nicht. Den Ton will ich nochmal hören. Ja, okay. Dankeschön, Extro, für 13 Euro. Der Extro wieder, ey. Ach ja, du, dann haben wir ja noch 2 Minuten Zeit, den Leuten mal nahezulegen, dass Fortnite scheiße ist. Genau, das kann ich so nicht ganz bestätigen, aber nach gescheiten 14 Minuten mit dem Herrn Cortes in insgesamt 2 Runden haben wir dann nach professioneller und ich sag mal auch erfahrener Spielweise austesten können, dass das Bau- und Schießprinzip gemischt in einem Spiel mit der Grafik von Minecraft absoluter Rotz für Leute, die tatsächlich auf gutes, gescheites und sehr abwechslungsreiches Battle Royale stehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Da kann man eigentlich nichts weiter hinzufügen. Ich erinnere mich nur ganz genau dran, wo ich mir tatsächlich Fortnite runtergeladen habe. Ich gehöre auch zu den Menschen. Ich habe es mir runtergeladen und dann habe ich 2 Runden mit Sam gespielt. Das weiß ich nur ganz genau. 2 Runden habe ich mit ihm gespielt. 1. Runde gut, direkt auf die Fresse gekriegt, nichts gepeilt, keine Frage. 2. Runde direkt auf die Fresse gekriegt, nichts gepeilt, keinen Bock mehr gehabt, deinstalliert. Das Game ist halt Grütze. Also wirklich, also da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich bin ja immer noch der Meinung, und da könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das, wie ihr dazu steht. Ich bin so ein Call of Duty-Mensch der alten Tage. Weißt du? Das war jetzt zwar kein Battle Royale, aber hier so Modern Warfare 2 auch, ne? Das war zum Beispiel auch so ein richtiges Call of Duty, weißt du? Da kommst du in Krieg, da ist dreckig, da ist geile Schießereien, realistische Waffen, ja? Cooles Equipment. Da hast du Feeling. Auch Call of Duty, wie hieß denn dann nochmal? Dieses zweite Weltkrieg Call of Duty, ne? Das kam, glaube ich, nach MW2 raus. Oder davor, eins von beiden. Jedenfalls, das war halt richtig, richtig nice, ne? Du hast halt richtig Feeling. Du denkst halt wirklich, du bist da und das ist authentisch und man liegt im Dreck und im Schlamm und die Kleidung wird dreckig und weißt du. Und dann kommt Call of Duty mit pink fluffy Unicorn-Uniformen. Also quietschbunte Raumanzüge fast schon ja in der heutigen Zeit, ne? Mit Wall Rides und Wall Jumps und allem drum und dran, da denke ich mir auch nur, Alter, da kann ich mit deinstallieren gehen. Also ich hasse sowas, ne? Und genauso bei Fortnite, ich bin absolut kein Battle Royale Typ, ne? Was mir sehr viel Spaß gemacht hat, das muss ich allerdings sagen, das war Ring of Elijah, das war richtig cool. PlayerUnknown's Battlegrounds, I don't know, habe ich ein paar Runden gespielt, war okay. Grafik fand ich halt ziemlich mau, muss ich ehrlich sagen. Also da war Ring of Elijah deutlich cooler. Und Fortnite ist halt diese Grafik mit den Baufeatures. Ich meine, ist ja so eigentlich schon ganz cool, aber die Grafik dazu und die Animation und die Sounds, Alter, ich weiß nicht. Also es ist überhaupt nicht meine Welt. Aber schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Wie gesagt, ich erinnere mich nur dran, als wäre es gestern gewesen. Eine Runde gespielt, dachte ich mir, ach komm, probierst du es nochmal, ne? Ich meine, ich habe ja jetzt nicht erwartet, dass ich die Runde gewinne, aber das war halt so scheiße auf allen Ebenen. Grauenhaft. Grauenhaft, Fortnite. Grauenhaft. Danke. Ey, das hätte ich nicht besser sagen können. Ist so. Hallo!
Moin. Wie, nur moin? Kannst du mal bitte überschwänglich durchdrehen? Hallo! Ist das immer noch unser Follower-Sound? Ich glaube nicht mehr, das war mal unser Follower-Sound, ne? Das war mal unser Follower-Sound. Jetzt ist es ja dieses Pling nur noch. Warum habe ich denn das ausgetauscht? Warte, ich muss mir das nochmal reinziehen. Das ist unser alter Follow-Sound. Den hatte Rusok damals hier rausgeschnitten und mir hochgeladen, damit ich den einbauen kann. Das war unser Follower-Sound, Alter. Kannst du mal bitte überschwänglich durchdrehen? Hallo! Boah, das war wundervoll. Mach das nochmal. Hallo! Genau der, oh mein Gott, es ist halt wirklich, Alter, halt dein Maul, hör mir auf. Das ist halt legit genau der Sound, ne? Boah, das war wundervoll, mach das nochmal. Hallo. Alter, es ist halt so perfekt, ne? Es ist halt, Alter, als ob's abgespielt würde, ne? Oh mein Gott, oh, Erinnerung, Sam, Alter, Erinnerung, Bruder. Holy shit. Danke, Rusok, du weißt Bescheid? Ja. Hat Rusok dann gemacht, mega cool. L40, kommen Sie? Ja, Sie haben mich eben nicht ausreden lassen, kommen Sie? Ich dachte, Sie waren fertig, kommen Sie? Nein, ich habe nicht Ende gesagt, kommen Sie? Dann sage ich jetzt für Sie Ende, Ende. Funkdisziplin in der Nutshell, ne? Ja, ist schon gut. Mich einander hier. So. Farabin kommt nicht mehr vor, verspreche ich dir auf morgen Mathe-Klausur. Versprechen wird das auch die Strafe daran nicht mindern. Mal gucken, was genau ihnen fehlt und dann schauen. Das ist vom Anfang, von dem Death Screen, ist das hier die Situation mit dem Abheben und Abstürzen. Pass auf, haltet euch fest, Alter, so peinlich. Schauen wir mal, was da die richtige Behandlungsmethode ist. Da müssen wir erstmal röntgen. Und am besten CT von der Stelle machen und dann sollte das passen. Alter, die Standards. Ja, was? Ne? Können Sie die Leitstelle informieren? Ich habe leider meinen Funk verloren. Habe ich somit? Das RTA ist Rick an Leitstelle Schulz, kommen. Alter. Ja, wow. Oh mein Gott. Wie gesagt, weil ich gefunkt habe, Alter, deswegen sind wir da abgestürzt, weil ich gefunkt habe und dann gefettfingert habe mit den Tasten, ne? Und das war Rick, Alter. Holy. Ist ja auch schon ewig her, ne? Grüße gehen raus. Oh mein Gott. Wild. Schulz. Ja. Schulz. Warum quatschst du mich an, Schulz? Warum tust du das? Du blöder Hund. Alter, so dumm einfach. Das ist doch nicht wahr. Du blöder Hund, Alter. Jetzt muss ich hier noch eine halbe Stunde rumliegen. Ah, ich muss um 4 aufstehen. Ja, dann wird nichts. Du kannst dich mal krank melden. Nee, das geht absolut nicht. Ja, Herr Kurtis? Nee, ich heiße Kurtis. Können Sie das nicht aussprechen? Ich spreche auch mit dem Herrn Kurtis. Ich bin besonders, ich habe ein U. Schon wieder drehen sich alle doch. Vorsicht, die Herren. Herr Bobby White für die. Entschuldigen Sie. Gerade dazwischen gefunkt. Okay. Ach, gut, okay. Passen Sie auf. Und einmal müssen Sie halt von unserem Beamten abnehmen und müssen uns sagen, was der für eine Blutgruppe hat. Andererseits müssen Sie uns bitte noch einmal sagen, welche Blutgruppe sich an der Tatwaffe befindet. Mhm. Ja? Genau. So. Wechsel ist da. Check. So. Herr Bobby White für die 01, komm. Hört man mich jetzt im Keimfunk mehr, oder was? Nee, ich höre sie nicht. Ah, hier sind sie ja. Sie haben den Link von der Dienstakte nicht. Die, wo ich habe, die funktioniert nicht mehr. Das wollte ich gestern Ratte. Oh mein Gott. Wie lange gibt's die neue Dienstakte schon? Wie lange? Seit gestern funktioniert Verfolgen nicht mehr bei mir. Und Audi? Stopp. Alles gut, 60 Jahre.
Oh mein Gott. Ratte hat einen manchmal auch wirklich zur Weißglut gebracht. Ich erinnere mich noch auf Malden. Da hatten die das erste Mal auf michikordes.de hatte die Fahrer einen Abschlepphof. Damals gab es jetzt nicht LAC und sowas, ne? Sondern im Prinzip Fahrer hatte die IRU mit dabei. Das war die Incident Response Unit. Incident Response Unit, so rum. Und das war quasi die Abschleppfirma. Ja, also von der Fahrer, die mussten das auch noch mitstemmen. War natürlich ein bisschen irre, aber war halt so, ne? Und ja, Ratte war da irgendwie dann so stellvertretender Leiter von der IAU damals auf Malden. Also nicht Dr. Tobias Ratte, das ist Dr. Allgeier Ratte, das ist eine andere Ratte, ne? Und dann hat er in der Community-Besprechung am Sonntag, meldet er sich zu Wort und echauffiert sich aufs Blut, ja, und sagt die ganze Zeit, er findet es total scheiße, dass die Leute ständig ihm ihre eigenen Autos vom Abschlepphof klauen. Und ob das nicht endlich mal möglich wäre, da ein Dach drüber zu mappen, weil die Leute ständig mit der Huron kommen und ihre Autos abholen. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, ne? Das Gelächter in der Community-Besprechung, ne? Aber ich glaube, er hat dann auch irgendwann ein kleines Dach bekommen, aber die Leute haben halt trotzdem einfach die Autos geklaut, ne? Die sind halt durchs Tor gefahren und haben Tschüss gesagt, ne? Ja, wilde Zeiten mit Ratte, holy shit. Also da waren echt ein paar mega nice Bloopers dabei mit Ratte. Da gab es echt coole Sachen, Mann. Was gerade passiert ist, so doof. Sie sind zu tief gewesen. Das kann möglich sein. Hat es nicht verschlungen, das schwarze Loch? So, ja. Ungulu. Was macht er denn da? Ich glaube, er bekommt einen Schlaganfall. Ich hätte mal schnell rein. Alle Idiot. Ey, nicht diesen Namen. Kohlenmonoxidvergiftung. Ich glaube, wenn der wieder wach ist, pocht nicht sein Herz. Ja, das hat er diagnostiziert, ohne die Leute einmal anzugucken. Ja, das ist Schlauchratte. So, er hat doch gesehen, dass die brennen. Ja. Ich will eigentlich auch hier lieber ein ganz kleines Stück weg, weil ich habe keine Ahnung, ob da innen drinnen noch irgendwas. Aber mir bleibt ja jetzt auch nichts anderes übrig, als einen Unimog zu holen. Rüberrennen und Unimog holen und einen Spreizer. Weißt du, nee, ich würde ein Taxi rufen. Ah. Warte mal, ist Amaretto da? Ja, wild, Alter. Sehr, sehr wild. Ne? Mit Ratte hier wieder. Ah, der hat schon manchmal ein paar Schoten gebracht. Da hast du einfach nur denken können, holy shit, Alter, was ist denn los mit dir, Boy? Ja, und der Medic übrigens, das war die damalige Fahrerleitung, also der, der mit Dr. Hüttich zusammen beim Sam das große schwarze Loch. Okay, wir gehen nicht näher drauf ein. Das war Dr. Thomas Müller übrigens, für alle, die ihn noch kennen. Kennt er bestimmt noch, ne? In diesem Sinne, das war's mit Folge Nummer 25. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ne? Schaut euch unbedingt natürlich auch die Best-of selber mal an. Ne? Also auch gerade die, die zwischen den ganzen Fünfer-Schritten sind. Weil die werdet ihr sonst verpassen. Mega coole Sachen. Alles schön aufgereiht für euch in einzelne Playlists, immer mit neuen Folgen. Also 1 bis 9, 10 bis 19 und so weiter, ne? Also guckt euch um, mega coole Videos auf jeden Fall. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Lasst gerne ein Like da, wenn es gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir sehen uns um 20 Uhr in alter Frische. Ich wünsche euch was. Dankeschön und bis denn. Ne? Pass auf euch auf. Ciao.